Servus, Mario aus Thailand, Sattahip. Heute zum Thema Kfz-Versicherung, Autoversicherung. Ich habe jetzt gelernt aus meinem letzten Unfall mit meinem Suzuki, da hatte ich keine Auto-Kfz-Privatversicherung. Es war nicht sehr angenehm und ich hatte auch noch Riesenglück, dass wirklich auch kein Personenschaden oder anderer Sachschaden oder anderer Autoschaden entstanden ist. Aber kurz möchte ich euch noch was zeigen. Jetzt ist gestern die Anmeldung von meinem neuen Nissan über die Bühne gegangen und jetzt stehe ich mit meinem Namen hier im Typenschein, Kfz-Typenschein. Ich hoffe, man kann es sehen. Jawohl. So. Das wollte ich noch stolzerweise preisgeben. Also Leute, ihr könnt wirklich, ich habe ein Video gemacht, ihr könnt wirklich Kfz, sei es Motorrad, Moped, Scooter, Auto natürlich auf euren Namen anmelden. Und da habe ich ein Video gemacht mit Wohnsitzbescheinigung. Da habe ich alles erklärt, wie das funktioniert und was man alles benötigt. Okay, so, aber jetzt zu der Kfz-Versicherung. Da mir dieses Auto natürlich wirklich sehr viel wert ist, es hat ja natürlich auch einen anderen Wert, das heißt, es ist ja wirklich sehr viel teurer als der Nissan vorher. Und jetzt habe ich mich entschlossen, eine private Kfz-Versicherung, Unfallversicherung zu machen. Es war gar nicht einmal so einfach. Die erste Versicherung, wo ich war, hat alle Angaben von mir überprüft und mein Visum und alles überprüft. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ich bräuchte doch eine Arbeitserlaubnis. Habe ich noch nie gehört, dass man als Ausländer eine Arbeitserlaubnis braucht, damit man hier ein Auto privat Unfall versichern kann. Naja, man lernt nie aus. Naja, gut, bin dann aufgestanden, ich habe gesagt, ich habe keine Arbeitserlaubnis, ich habe ein Ruhestandsvisum, das heißt, da arbeite ich ja nichts, da habe ich auch keine Arbeitserlaubnis. Aber komischerweise kann ich ein Auto kaufen mit dem Visum und auf meinen Namen anmelden. Nur, scheinbar laut dieser Versicherung, kann ich das Auto nicht privat versichern. Okay, kein Problem. Dann sind wir eine Türe weitergegangen, da war die nächste Versicherung. Dasselbe Spiel noch einmal und alles hat funktioniert. Reibungslos funktioniert. So, wie viel bezahle ich und was habe ich alles genommen? Also ich habe jetzt wirklich mit Abstand die beste Variante gewählt. Das heißt, sollte ich einen Unfall haben, gibt es eine Telefonnummer, die kann ich dann sofort anrufen. Ich brauche gar nichts machen. Ich brauche nur aus dem Auto aussteigen und mich in Sicherheit bringen und alles andere macht dann dieser Mann von der Versicherung. Ganz thailandweit. Die sind vernetzt und die garantieren, dass unter einer halben Stunde oder teilweise, weiß ich nicht, sie haben gesagt, schon 10 Minuten, 5 Minuten teilweise, einer von derer Versicherung vor Ort ist, Bilder macht und alles abklärt. Das heißt, sollte das Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich sein, dann kommt auch sofort ein Abschleppwagen und fährt das Auto in die nächste Nissan Werkstätte, wo die auch immer ist, in der Nähe dort. So, dann, ich bezahle für die komplette Versicherung für ein Jahr 17.500 Baht. Das entspricht 480 Euro laut dem jetzigen Umwechslungskurs für das komplette Jahr. Davon habe ich aber natürlich auch sehr viele andere Sachen. Ich habe auch eine Insassenversicherung für 7 Personen. Dann habe ich auch Versicherung für die Gegenpartei, also für den Unfallgegner. Das heißt, sollte mir was passieren und
da gibt es Verletzte oder sogar Tote, dann ist das auch mitversichert. Und ich habe da wirklich eine wunderschöne Liste bekommen, wo alles genau umsteht, wer, was, wie viel, zu wie viel Prozent versichert ist. Da ist auch zum Beispiel das Auto versichert bis zu 5 Millionen Baht. Das heißt auch mit einem Unfallgegner. Also es muss schon, sage ich mal, mit dem Teufel zugehen, dass da die 5 Millionen Baht nicht ausreichen. Also da muss ich schon einen Ferrari schrotten oder irgend sowas. Also im Großen und Ganzen ist da wirklich alles super aufgelistet. Bei Todesfall, wie viel für die Personen, Insassenversicherung und so weiter und so fort. Also wie gesagt, 480 Euro war mir das jetzt wert für das komplette Jahr. Jetzt eine ordentliche Kfz-Unfallversicherung zu haben. Da ich ja, wie gesagt, mit meinem Suzuki auch einen Unfall hatte, Riesenglück hatte, dass nichts passiert ist, weder Personenschaden noch andere Sachschäden. Und also, okay, so im Großen und Ganzen. Und das Ganze auch jetzt nicht ganz reibungslos zum Abwickeln ist mit dem Unfallauto. Weil jetzt muss mal geklärt werden, ist da noch was zum Herrichten oder nicht? Wie viel würde das kosten, das Herrichten? Und das ist ja ganz eine spannende Geschichte. Aber da kommt noch was auf mich zu. Wir werden das Auto jetzt, wo es steht, übrigens, ja, Standplatzgebühr, wo das Auto, also der verunfallte Suzuki steht, 400 Baht am Tag. Der steht jetzt 10 Tage dort, habe 4000 Baht bezahlt. Naja, das sind über 100 Euro, also das ist verhältnismäßig sehr viel in Thailand. Und schleppen jetzt das Auto nach Sakeo zu die Schwiegereltern, dort ist genug Platz, dort kann er mal in Ruhe stehen, bis dass wir irgendwen finden, der eventuell das Auto noch herrichtet und wir es dann weiterverkaufen können. So wäre der jetzige Plan. Natürlich so günstig wie möglich herrichtet, nur halt, dass so halbwegs wieder fahrtauglich ist. Ja, das war jetzt das Thema Kfz-Versicherung. Ganz wichtig, ich habe daraus gelernt, habe jetzt eine Kfz-Versicherung gemacht, also private Kfz-Versicherung. Und war im Prinzip ja mit den 480 Euro fürs ganze Jahr, sage ich mal, nicht mal so arg teuer. So, danke, liebe Leute, fürs Zusehen. Bitte abonniert meinen YouTube-Kanal, es ist kostenlos. Vielen Dank, die schon abonniert haben. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke, tschüss, servus, Mario aus Thailand, Sattahip. Tschüss.